Guten Morgen. Heute geht's los. Hier, ich packe ein. Die Schuhe ist ja verkauft für 1 Euro. Also das ist ja totaler Schwachsinn. Wirklich diese Einpack-Arien immer, das ist schlimm. Ja. Muss man machen, für 1 Euro. Erstmal für 2 Euro Verpackungsmaterial versauen. So, dann hoffen wir mal sehr, dass das Teil ankommt. Also, was haben wir denn hier? Karton im Karton im Karton im Karton. Dürfte eigentlich nichts passieren, aber wer weiß. Ne? Ja, Klebeband habe ich geholt. Gleich noch eine neue Zeitschrift bekommen. Die Heritage Post. Als sie rauskam, war ich infiziert damit. Gute Zeitschrift, schaut mal rein. Kostet allerdings fast 10 Euro, 9,50 Euro. Mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden. Ja, Dennis! Dennis! Ja, bitte. Kann man mal gucken, ob du was die brauchen kannst davon oder Daniela vielleicht. Ansonsten würde ich das nämlich auch gleich entsorgen, weil vom Haus sieht das alles so scheiße aus. Ja, hier draußen hat doch die Nachbarin jetzt gerade was hingestellt. So, alles weg. Nee. Weil das Holz kann auf alle Fälle verheizt werden. Ups, das ist leider kaputt hier. Muss ich das einfach nur. Ah, das ist. Nö. Obwohl das der mit Rahmen ist, ja, nö. So, wir stellen jetzt alles auf Rollen. Beste Flex ever. So, jetzt kommt gleich der Kollege hier mit dem Fahrrad und dem werde ich jetzt sagen müssen, oder habe gestern schon gedacht, dass es nicht funktioniert. Er möchte sich das jetzt mal angucken. Guck
gucken, was er sagt. Neuigkeiten von YouTube. Neuigkeiten von YouTube. Schlechte Neuigkeiten von YouTube für alle, die unter 1000 Abonnenten haben. Schlechte Neuigkeiten von YouTube. Wieso, die werden rausgeschmissen oder was? Nee, fast. Du wirst rausgeschmissen aus dem Partner, YouTube-Partnerprogramm. Das bedeutet keine Werbeanzeigen mehr. Das bedeutet natürlich auch das schlechtere Ranking. Ja. Unter 1000 Abonnenten und innerhalb von 12 Monaten 4000 Stunden Zuschauer. Ui. Das heißt, die Reichen werden immer reicher, ja, und die Armen immer ärmer. Ja. 4000 Stunden, ne? Scheiße, 4000 Stunden stand nach unten. So sieht's nun mal aus, ne? Das ist. Mir wegen dem Geld ist es scheißegal, ganz ehrlich, weil es sind 70 Dollar in anderthalb Jahren, also machen wir uns nicht vor, das fehlt mir nicht. Aber das Ranking, also verlierst du wirst nicht angezeigt, du wirst einfach nicht mehr angezeigt. Die müssen Werbung machen, dass man uns gezielt danach suchen, ja, zum Beispiel Fahrradsalon Berlin.de eingeben, Fahrradsalon eingeben, bei YouTube. Ja, dann werde ich angezeigt, aber wenn du jetzt angenommen, zum Beispiel diese Tretlager-Steuersatz, was weiß ich, gibst du Steuersatz ein, dann kommt zuerst natürlich die mit Werbung bewandert ist. Also die 1000 Abonnenten. Na, ist doch scheißegal, aber tippt eben nur, denn wenn. Das dann. Nein, habe ich nicht. Dann kommt eben erstmal Steuersatz, wo fett Werbung ist mit 1 Million Aufrufe. Der kommt als erstes und du wirst teilweise ja nicht angezeigt. Wir müssen Werbung machen. Wir müssen kleine Flyer drucken und Aufkleber. Ich brauche einfach nur Abonnenten, aber ehrliche Abonnenten. Ich brauche ehrliche Abonnenten. Dann müssen wir Werbung machen. Na, Werbung ist euch eigentlich egal. Ich fahre ja öfters mal durch Deutschland und überall, wo ich dann bin, klebe ich dann YouTube-Fahrradsalon hin. So kriegen wir Aufkleber. Ja, wir müssen das sowieso machen. Wollten wir sowieso machen. Na, und das jetzt hier, naja, die haben bezahlt wenigstens. Also, das, ja, schön, aber eigentlich auch nicht schön, weil die Arbeit ist nicht gemacht. Na denn? Ja, nimm mal die Kamera. Auf jedes. Filme mal. Was, du guckst zu? Faula, ruhig du. Ja, ich bin ja hier, also Mann, ich bin echt fertig. Ich bin ja hier. Mann, ich bin echt fertig, das nimmt mich total mit. Meine Situation. Leon, hier. Mein Fahrrad, mein neues. Okay, baut. Schick, oder? Gespannt, was jetzt passiert. Ob sich Thomas nun blamiert. Ich kann hier eine Riemen drücken, ist ja keine Achse drin. Das, Scheiße. Oh, ey! Nee. Oder? Nee. Guck mal da raus. Nee. Uiuiuiuiuiui. Jetzt ruhig mal näher ran, ihr könnt. Ich hätte die Kamera da hinten ab. Nicht. Regt sich alles andere außer die kannst, Stange. Kannst du voll vergessen? Ja. Haben die eine Prognose abgegeben, woran das vielleicht gelegen hat? Auch okay, nicht, ne? Haben sie das Fahrrad die Bauch gekauft? Oder? Nein, er hat das schon ewig. Thomas, brauchst du noch eine Hilfe? Ja. Was? Dennis, was ist denn los mit dir? Ach, hier ist wie Marmelade. Ist wie Marmelade? Er wird gleich sonst wegkratzen. Malade. Malat. Malat, Malade. Sieht echt kacke aus. Ich finde das voll geil. Ich finde das voll übertrieben, ey. Am besten nur Luftbereifung drauf. So richtig. Gelände. 26 Zoll, ja. Geländereifung. Schon ein Profil. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Ich finde das echt scheiße. Sieht aus wie so ein Lufthansa-Trolli. Oh, lässt sich besser handeln, so, wa? Kompromilli ist der geil. Weil um die Balance zu halten, ist der ja nicht so schlecht. Obwohl ich mit einem dünneren Lenker, schmaleren, echt gut klarkomme. Du kannst halt schön. So, Nico. Ja, das kannst du auch mit den Knie runterdrücken. Machen. Wieso willst du denn hier runterdrücken? Bis er abbricht. So, eine Seite runter. Ah, knack. Schlecht schon so, machst eigentlich. Hebelt sich eigentlich so aus. So einen Feuerstein in der Seite drin drücken und dann so. Aber ist schön leicht. Naja, also. Schön, wie ihr das Rad so durch hier hebt. Das ist total geil. So. Also jetzt war der da, Dennis, du kannst dich ja noch ausruhen, aber du musst doch mal ein bisschen... Jus wie Malat. Jus wie Le Petit Bicyclette. Mach doch unten auf. Sei ja offen. Öffen. So eh öffen. Ach, der geht doch so, der Thomas kriegt das hin. Mach mal Kicker. Papa kriegt alles hin. Nein, das hat aber nicht gesagt. Hey! Tada! Tada!
Ja, ich weiß, aber die Zeit für Video haben wir ja heute auch nicht, wa? Nee, aber ich würde nachher was zu essen kochen wollen. Vielleicht kommst du ja, vielleicht bist du ja dabei. Also wenn ich jetzt, ich würde jetzt die Kinder abholen, jetzt so, ja. 16.06, naja, 15.06, würde ich jetzt eigentlich so die Kinder abholen und dann, naja, du siehst total bescheiden aus, aber du brauchst ein bisschen, du brauchst ein bisschen Eintopf, mein Freund. Eintopf? Ja, ich muss was einkaufen gehen. Wir müssen was einkaufen gehen. Das heißt, ich wollte noch trainieren gehen und dann wollte ich... Ach, der wollte trainieren gehen. Ah, oh, Mann, ja, siehste. Mensch, er wollte trainieren gehen. Willst du nicht mit ihm zusammen trainieren? Hab ihn gerade gefragt, er hat keine Lust. Oh Gott, das will Dennis! Was ist denn da los? Ja, wenn ich nicht trainieren gehe... Keine, mach den doofen. Drogen. Irgendwas faul. Oh Gott, ey. Ja? Morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag. Nee, pack's in den anderen. In den anderen. Hinten die Bänke umklappen und hinten in den anderen drin. Gestern? Morgen zerspielt? Nee, die bleibt ja zu Hause morgen. Ja. In den anderen, in den kleinen. Dann hol ich einen Schlüssel. Ins Biest, from the East. Ach, ich ärgere mich so. Ich hätte ja eine. Ich hab jetzt Geld bekommen, aber das ist ja nicht das Geld, sondern ich hab die Arbeit ja nicht vernünftig. Es ist nicht zufriedenstellend. Ach, wenn ich denn den Schlüssel hab, wo steht das Auto? Musst du pfeifen, da ist ein Schlüsselfinder am Auto. Das liegt dann ist irgendwo in Berlin der Wagen. Das ist doch keine Smartwatch, Mann. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Eine Smartwatch. Hast du nicht sowas gehabt, dass du gesagt von deiner Frau gekriegt? Irgendwie so ein Trainierarmband, wo du steht in Kalorien. Ja, hab ich. Hab ich aber verloren, deswegen seitdem heute wieder zugenommen. Ich war ein paar Tage in der Smile Wieser, da hast du mir sehr schlank geworden. Na, da war ich frisch gekämmt. oder ist hier. Ja, oder hast du die Haare offen getragen? Nee, warte nicht. Haare hat die mir offen. Los, komm. Ja, komm mit, Dennis. Ja, aber seitdem habe ich 5 Eis gegessen. Alles ohne meine Kinder. Tennis? Ja, stimmt, ja, so, ja. Viel Spaß! Bis später. Ah, ich mache einen Topf wieder. Zack. Zack. Ja, die ganze Jagdwurst kommt hier rein, aber ich bin da nicht so. Keine halben Sachen. Jagdwurst da reinhauen, dann kommt gleichzeitig ein bisschen Feuchtigkeit mit rein, weil jetzt so viel Feuchtigkeit noch drin ist, unglaublich. Das glaubt man ja nicht. Haha, guckt die Katze, komisch.
mache ich jetzt gut. Gut, Suppe. Viel Suppe. Katze flippt aus. Nutze es, wenn was runterfällt, Mietze. Kannst du ruhig haben. Alles, was runterfällt, darfst du haben. Mehr nicht. So gemein.
Jo. Zu McFit gehen wollte, nicht zu John Reed. So, dann
Sonst wäre ich zu John Reed gegangen. Da hat ja der Besitzer hat eine Karte, John Reed zu stehen und nicht McFit. Ja, der hat der Besitzer hat doch irgendwie gewechselt oder so. Ah. Damit doch verbucht. Du bist ja nicht erst drin, oder was? Nö, wozu denn? Ist ein anderer Name dran? Heißt nicht McFit? Ich bin bei McFit angemeldet? Dann gehe ich doch nicht da rein. Dann bin ich automatisch nicht da angemeldet. Ich bin trotzdem bei Jung. Jung hat nachgefragt. Also so wäre meine Taktik. Meine ist was? Kein McFit? Na dann nicht. So. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Also jetzt... Ja, lies doch mal nach. Lies doch mal nach jetzt, dann weißt du, dann musst du jetzt nicht... Ja, bloß ich konnte ja nicht mal lesen, so. Ich kann es erst jetzt machen. Ich habe jetzt draußen kein Internet mehr. Ist ja schon wieder alles runter. Verbraucht. Hab ja auch gerade McFit Kreuzberg eingegeben, so. Also ich gebe ein McFit Kreuzberg, das ist das erste McFit für 94 hier, was links machen will. Und darunter kommt Training bei John Reed Fitness. Ja. Gib doch einfach ein. Vor allem, das ergibt ja schon gar McFit einen. John Reed. Na guck mal hier, McFit hat ein Januar Special mit 94. Gib und John Reed hat ein Januar Special für 99. Gib doch mal ein McFit John Reed. Zeigt mir hier auch gleich so John Reed an, also. McFit. Kreuzberg John Reed stand da gerade schon. Was steht denn dazu? Nix, außer dass er mir hier einmal das Angebot für erstmal jetzt für McFit zeigt, in John Reed Fitness. Dann sagt er mir Cottbus Adam. Ja. Dann sagt er, dass gerade mehr Besucher als gewöhnlich da sind. Aber recht viel. Die Uhrzeit sind recht viele da. Mach mal besser anders. Hier steht nichts, dass das irgendwas mit McFit zu tun hat. McFit, New in Town, John Reed. Wenn du bisher in den McFit Studios Prenzlauer Berg, Kreuzberg oder Spandau trainiert hast, kannst du zukünftig diesen Standort sowie alle weiteren John Reed Clubs nutzen. Siehst du? Ich will jetzt nicht nochmal durch den Regen rein latschen. So schon ein Scheißverkehr. Der Verkehr geht eigentlich nicht an, aber. Verkehr? Ich hasse es an Ampeln einfach zu warten. Und ich muss an zwei Ampeln warten. Oh, ja, so. Das sind ja keine Nebenstraßengebiete hier, das ist schon halt Hauptstraße. Aber das Wetter ist doch noch so. Na, dann lass es doch bleiben, musst du doch wissen. Merkt jetzt gerade zum Beispiel. Geil, dass man sich dafür zuerst belesen muss, dass man erklärt, dass man auch da hingehen kann. Naja, du hättest auch einfach reingehen können. Hätten sie dir das auch gesagt. Ja, wie schon gesagt, ich bin eigentlich so einer, der denkt wie der andere. Es steht nicht McFit dran, ich gehe wieder, weil ich bin bei McFit angemeldet. Nee, na, also das ist ja logisch, dass wenn die ganze Zeit das McFit ist und ich dann irgendwo hinkomme und sage, na, wo ist das jetzt hier, wo ist ein McFit hin? Hm. Dann gehe ich erstmal hin und frage, wo ist denn McFit? Oder kann ich hier, was ist denn jetzt, kann ich mit meiner Karte hier, wo ist denn das hin? Hm. Ja, so würde ich stehe ja davor schon. Wenn ich davor schon stehe, dann gehe ich halt diesen einen Meter noch hin, sozusagen. Und mach diesen einen Schritt noch. Bei dir ist es anders, weil du willst immer keine Leute ansprechen. So. Das ist nicht dein Ding. Ich bin nicht kontaktfreudig. Ja, aber das musst du halt in dem Fall sein, weil dann sparst du dir Zeit. Und Wege. Und Ärger. Das ist jetzt alt. Weil das ist nämlich das Gleiche. Also im Grunde genommen haben sie vielleicht nur aufgesplittert, warum auch immer. Wegen Geld oder was weiß ich warum.
Vielleicht kam der Name nicht an, der Quid. Vielleicht hat er, doch, ne, gibt's ja seit den 90er Jahren. Hat sich irgendein Partner verabschiedet oder so, weißt du? Hier steht auch irgendwas von, Oder es hat sich einer eingekauft. McFit Global Group eröffnet mehr und mehr Fitness-Music-Clubs. Das ist es wahrscheinlich. Das ist jetzt einfach so ein neues Konzept von denen. Ja, das weil sonst würden sie auch nicht sagen, besser, lauter, unangenehmer. Unangenehm ist jetzt meins. Aber ich hasse es, wenn es laut ist. Ich will meine Ruhe haben beim Training, deswegen habe ich auch Kopfhörer drin. Ja, hast du auch nicht deine Ruhe. Ja, aber ich, verstehst du, ich will nicht da irgendwie laut Mucke von denen da irgendwie hören. Weil sonst könnte ich mir halt auch nicht mit den Kopfhörern klemmen. Und ich meine, ich will, wenn dann auch meine Musik hören, beziehungsweise dann auch nicht das Gelaber von den Leuten. Na gut. Ja, die wollen doch alle untereinander sein und Club und so, Verein und bla bla. Das ist doch heutzutage so, die haben da sonst nichts. Ich weiß jetzt gerade angeblich mehr Besucher als sonst da sein. Ja, dann ist der vielleicht sowieso nicht so gut. Aber Richtung 21 Uhr wird es immer voller. Also es wird noch voller, als es jetzt angeblich sein soll. Keine Ahnung. So groß ist es da ja auch nicht, oder? Das ist riesig. Das ist riesig? Das geht über zwei Etagen. Okay, ist arme. Aber das ist auch nicht so viel, was ich an Geräten brauche. Ah, das ist jetzt schon wieder so eine Überwindung, sich da hinzuquälen schon wieder. Ach, damit das schon eine Überwindung ist, nein, ich weiß ja nicht. Dabei ist ja gerade mal eine Straße weiter. Das Wetter ist doch kacke. Also wenn du jetzt nach Adlershof gefahren wärst und da dann so weit jetzt von dir zu Hause, dann hätte ich nichts verstanden. Ja, dann lass es doch einfach. Also wenn du nicht willst, dann ja, das Ding ist ja, ich will ja trainieren. Du musst jetzt schon wieder dahin nach, schon wieder anziehen, wieder nach Hamburg. Dann lass es doch. Nee, ich muss ja trainieren. Na, dann geh in den Keller und trainier. Hat immer offen. Da ist kalt. Ja, mach dich warm. Du machst jetzt schon. Alles kein Drama. Also wird der Wärme sparen, siehst du? Ich ja gucken. Naja, muss jetzt laufen mal nicht, aber so Beine. Muss jetzt hin joggen? Das ist ja ein Körper. Was ist eigentlich für ein Teil jetzt hier hinten dran? Was sind das? Extra Akku oder? Na, das war die USB-Buchse rausgebrochen. Ach so? Ja. Das ist jetzt einfach ein Adapter, damit du wieder USB hast. Ja, das ist ein extra Batterieteil. Ja. Das einzige Lösung ist, die Kamera nochmal zu benutzen.
Heul nicht, geh, Junge! Jetzt fängt sie auch noch an zu reden, ja. Da wird aber Zeit. Sag die zu mir heulen. Heulen nicht. Sich komisch an. Hey Junge, was machst du? Bist du Deutscher oder was? Kommst du rein oder was? Ich glaube nicht, dass sie so mit mir reden. Nee, von dir haben sie größten Respekt. Von dir haben sie größten Respekt. Du bist einer der einzigen, die da fragt wahrscheinlich. Alle probieren die Karte und denken, hey geil, ich kann überall trainieren, überall. Nur ich frage. Nur du fragst. Ja, ich kann auch sagen, ich habe kein Internet, sorry. Solli, kein Internet. Solli, du verstehst nicht mit Internet. Ja, aber das sind ja bestimmt... Ich war ja schon ewig nicht mehr da. Ich weiß nicht. Hätte ich auch eigentlich gefragt, wollen wir vielleicht zusammengehen, aber ist jetzt mit den Umständen mal gerade schlecht. Das ist gerade schlecht, das stimmt. Ansonsten, klar, könnte man bestimmt mal erwarten. Naja, jetzt, heute ist es. Ja, bloß heute ist halt. Ja. Machen wir beim nächsten Mal einfach. Ja. Und ich verdrück mich jetzt nochmal. Ja, freilich. Ja, freilich. Junge! Ich jogge jetzt. Ja. Nee, das war Leon.
32 Minuten schon am Schnippeln. Mann, Mann, Mann. Tja, so ist das halt. Sind halt eine große Familie. Mein Sohn ist in der Pubertät. Der braucht viel zu essen auch. Hey! Nicht machen. Tschüss. Ne? Ja. Ich mach dir, gib dir. Für Anouk und Lumen. Ja, bitte? Ja? Aha, okay.
Ja. Ja. Und ja, abends 8:30, ja? Okay. Welches Rad war das bei dir? Okay. Ah, okay. Ja, das. Ja, wir hatten aber schon einen Termin, war ihr habt, oder? Kann das sein? Genau, so. Ja. Ja. Uiuiui. Nee, das ist richtig. Das ist ja alles gut. Okay. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Naja, bei eBay ist das ein bisschen, ist eigentlich lächerlich, wa? Na, da muss man ja dazu sagen. Nee, da ist okay. Ja. Muss man nicht drüber reden. Ja, das ist ja. Ne. Oh, warte, warte nur. Stromausfall. Oh, warte nur. Sorry, ich glaube mir nicht alles. Ja, hallo. Also ich habe nicht weggedrückt. Das ist dann wahrscheinlich schon der beginnende Strom oder so. Ich habe keine Ahnung. Na, hoffen wir, dass du auch Spaß, lange Spaß dran hast oder so, oder dass ihr lange Spaß dran habt. Nee, ich glaube auch nicht. Also wie gesagt, das ist eigentlich wirklich ein schöner Zustand, bis auf dass ich es halt einmal verliehen, davor hat es gekauft, da war es wie neu, aber eben ist aus der Ende 80er Jahre, ist ein tolles Rad eigentlich. Ja. Ja. Nee, na gut, dann macht das so. Kommt dann morgen, oder kommt der Kollege morgen rum, ja? Gut, alles klar. Bis dann, ciao, ciao. Ey, wo sind meine Paprika? Hallo. Haben sie geklaut? Zap, zap. Ja, kannst du essen. Erstmal essen. So, ein bisschen was muss in den Eintopf, ne? Nicht vergessen. Und vergesse Eintopf. Nein. Ich mache jetzt. Das brauche ich für einen Eintopf, ja, bitte. Nein, Finger weg. Nein. Papa, ich kann.
Der Anruf, die Kollegin freut sich so doll auf der Draht. Zum Morgen abholt. Abholen lässt. 21 Uhr. Meteor. Sollen wir die Sahne stücken, ey?
Pokémon. Pokémon. Noch einen noch, komm. Und alle. Ja. Alle. Alle. Ja. So. Da haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde geschnippelt. Oh mein Gott. Und jetzt kommen noch Kartoffeln dran. Bisschen müde. Papa, an. Papa auch müde. Jetzt Kartoffel. Warte. So. Pop. Erstmal das Netz. Da ist ja nicht mehr. Oh, da ist ja nicht mehr viel drin. Nein. Papa. Das mache ich jetzt noch nicht. Kartoffeln. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Das kann man dann später machen zusammen. Ja? Sicher. Und dann eine Form. Paprika ist alle. Was haben wir denn alles noch für Obst? Jetzt gar nichts mehr. Anne. So hatten wir es ja super fertig. Anne. Mal gucken. Was ist das? Nicht runterwerfen. Hör mal auf, ich mach das jetzt. Lass mich das mal machen, okay? Ja? Ich will nicht immer da gucken, was Anu guckt. Ja, dann guck was anderes. Anuk, jetzt ist Lumen dran mit aussuchen! Anuk? Lumen ist dran mit aussuchen! Ja, so ist fein. Das ist fein, genau. Das kannst du allein machen. Und der eine. Und das hier. Warum ist das hier? Dankeschön. Und das hier. Und das hier. Papa. Hm? Bob? Wie eine Schnecke. Tita. Schnecke. Tita. Da. Schnecke. Da. Oh.
Bein. Einfach ins Netz. Eine Schnecke. Bitte. Schnecke. Danke. Danke. Hallo, bitte. Kaku. Kaku. Das ist. Bob. Bob. Mir. Wir sind eine große Familie. Bob. Wen haben wir denn da aus? Ja, wir haben die Skadi. Skadi. Skadi ist viel, ganz viel. Skadi ist ein Feinschmecker. Ja, dann haben wir die Lumen. Die Lumen ist ganz wenig. Sie ist auch ein Feinschmecker. Manchmal ist sie ganz viel, aber meist ist sie sehr, 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 sehr wenig. Das ist ganz selten, dass sie mal wirklich, aber dann auch wirklich viel. Also. Dann haben wir Anouk. Anouk ist eine gute Esserin. Die isst ganz ordentlich. Dann haben wir den Leon. Leon, der isst wahnsinnig viel. Den schlägt keiner. Ist ungeschlagener Meister im Kartoffelsuppe essen. Ich würde bestimmt 4 Teller nehmen heute. Schon deswegen muss ich mehr machen heute. Na, Kartoffelschalen kann man, brauchen wir jetzt nicht mehr kochen. So arm sind wir noch nicht. Mach rein. Und früher hat man das gemacht, Kartoffelschalen auch gekocht. Also eine Suppe von gemacht. Arme Leute essen. Allerdings. Oh, Finger weg. Nicht so reinfassen. Erst wenn es lang ist, aufpassen, wo du hinfasst. Nein, warte, ich zeig dir. Zeig dir wann. Nee. Auwei. Du passt in die Klinge rein, das ist nicht gut. Jetzt kannst du. So. Ja, hier bin ich ungestüm, die Kleine. Wupp. Dann haben wir da die Malis. Und die Malis, die isst auch sehr gerne meine Suppe. Erstens, weil sie sie nicht selber machen muss. Schmecken die Sachen natürlich doppelt und dreifach so gut. Das ist ja genauso bei mir. Ein ganz einfaches Butterbrot, wenn ich es nicht selber gemacht habe, wenn es mir gemacht wird, dann steckt ja da so viel Liebe drin quasi, dann schmeckt es einem ja dreimal so gut. Gedanken beim Kochen, nenne ich das Video. Einfach Papa, so hoch wie das. Volle Länge. Ne? Könnt ihr zuschauen. Könnt ihr euch langweilen. Meditativ. Kartoffeln schälen. Kartoffeln schälen ist keine Strafe. Keine Strafarbeit. Das ist etwas, wo man in sich kehrt. Ruhe hat. Kann. Dann, Dankeschön. Dann haben wir da zu guter Letzt den Tommy. Der Tommy isst sehr gerne und sehr viel. Das sieht man auch an seinem mittlerweile ganz schön dick gewordenen Bauch. Also gleich mal ein bisschen abmagern. Ups. Und die noch. Ups, nee, das hier. Wo ist die denn? Heb die mal auf. Findest du die? Schau mal, ob du die findest. Ist ja eine Pelle drum, ist nicht so schlimm.
Ja, und der Tommy, der isst natürlich sehr gerne. Wie gesagt, und Kartoffelsuppe, wow. Also wenn ich es mir aussuchen könnte. Allerdings schmeckt auch mir die besser tatsächlich sogar, wenn jemand anders die macht. Ich weiß ja nicht, ob das... Das liegt wahrscheinlich nicht daran, wie oder was. Also ich schmeckt mir sehr gut. Auch meine Kartoffelsuppe schmeckt mir gut, aber... Ja. Dankeschön, hast du gefunden? Fein. Aber schmeckt noch mal ein Ticken besser oder ist es was anderes, wenn jemand vorgesetzt bekommt sozusagen. Ja, ist so, nicht im Restaurant. Im Restaurant halt tatsächlich nicht, aber so zu Hause, wenn die Mutti, kann ich gar nicht sagen, ist ja bei mir nicht so jedem, dass die Mutti was kocht für mich. Papa, aber wenn die Frau kocht, aber die kann auch davor das alle, ne? Müssen wir das nächste Netz aufmachen, weil das reicht noch lange nicht. Also da werden wir noch lange nicht satt von dem bisschen Pillepalle hier. Aber wir haben hier noch ein Netz Nummer 2 und das wird noch komplett gemacht und wahrscheinlich sogar noch das auch. Ja. Butterweich werde ich heute die Möhren machen und die Paprika werden butterweich. Dennis habe ich eingeladen eigentlich, so ja, zum Essen. Allerdings ist der leider nicht so gut drauf. Ich versuche ja immer so ein bisschen dem entgegenzuwirken, aber er ist noch zu fest in diesem Trott mit... Also, Kinders, wenn ich euch einen Tipp geben kann, ja, alle die jung sind und zuschauen, die Alten müssen das, oder die Älteren müssen das für sich entscheiden. Aber alle, die jung sind und zuschauen, also bitte, ey, Finger weg vom Alkohol. Ihr könnt ja gerne mal ein Bier trinken oder so, jetzt halt kein Hit oder so. Aber, also auch natürlich, wenn ihr, sobald ihr volljährig seid, ne? Aber, wenn ihr einmal da drin seid tatsächlich, das ist so eine unterschätzte, gefährliche Geschichte, bin ich der Meinung. Also, was jetzt bin ich der Meinung? Ich sehe es ja jeden Tag. Dankeschön. Der Dennis ist leider da ein bisschen gefangen drin, habe ich den Eindruck. Also er sagt zwar, er kommt damit klar, aber sagen sie das nicht alle. Also er ist ja ein guter Freund, ne, geworden mittlerweile. Also das ist ja von jemandem, den man eigentlich einfach von der Straße her kennt, dem man einfach nett begegnet ist, bis hin zum guten Freund geworden. Schon schade. Und jetzt kennt man die auch, die Familie hat man ja dann kennengelernt und so, weiß was dafür. Dankeschön. Und da hat man so eine Bindung natürlich auch und der Vater ist ja auch ein ganz netter, die Mutter, da habe ich nicht viel mit zu tun, aber ist mit Sicherheit auch eine ganz nette. Den Bruder habe ich auch nur einmal kurz gesehen und da stecken ja so viele drin. Papa, das. Oh, Vorsicht. Und wenn man dann... Nein, nein, nicht dahin. Nein, nein, fällt runter. Mach mal auf den Tisch. Ja, auf den Tisch. Und ich versuche halt so ein bisschen da einzugreifen, dass es nicht zu einem derartigen Rückfall kommt, wie wir ihn letztes Jahr genau zu dieser Zeit hatten tatsächlich. Man hat ihn dann im Januar einliefern mussten ins Krankenhaus. Wieder mal zur Entgiftung. Nein, ich weiß es nicht. Man ist ja auch alt genug und man kann ihn nicht zwingen zu etwas, was er nicht selber will. Und das will ich ja auch. Generell will man keinen zwingen. Eigentlich, ne, außer man will, das ist ein Mensch, der gerne Druck auf jemanden ausübt oder so. Aber das ist ja Quatsch, das funktioniert bei solchen Leuten sowieso nicht. Bei Leuten, die ein kleines Problem haben, die unter Druck zu setzen, na, dann fallen sie natürlich noch viel tiefer. Hm? Deswegen muss man
versuchen, dass sie sich das selbst erarbeiten. Man kann sie unterstützen, indem man da ist, indem man zuhört, indem man ihnen ein Ohr bietet, ein Gehör bietet, ein Ort bietet. Ja, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Also man lebt bestimmt einfacher, wenn man sich im Grunde genommen damit ja nicht beschäftigt und so. Und alles nur sein Ding so macht oder so, lebt man bestimmt wahrscheinlich auch einfacher. Aber hält mal auf, fein. Feines Mädchen. Oh, das ist mein feines Mädchen, ne? Runtergefallen. Wie, was runtergefallen, ne? Unter Ei. Ja, aber es ist nicht mein Ding. Also ich möchte ein bisschen, ich möchte da Leben lang viel mit Leuten zu tun gehabt, mit Menschen zu tun gehabt. Und ich bin mir eigentlich sehr empathisch. Also ich fühle sofort, wenn irgendjemand irgendwas aufs Gemüt schlägt. Ja, leider Gottes, nehme ich mir viele viel zu sehr zu Herzen, auch wenn Leute dann im Grunde noch mit mir stänkern, das nehme ich mir zu Herzen. Dabei interessieren die mich ja eigentlich oder gehen mich ja eigentlich gar nichts an und man könnte drüber stehen. Das ist so ein bisschen problematisch. Für mich selbst, aber damit muss ich klarkommen. Und Dennis muss halt mit seinen Sachen so klarkommen. Ja, heute kommt er nicht vorbei, ich hoffe, er macht keine Dummheiten. Er hat ja vorhin noch gesagt, als er gegangen ist, keine Angst. Morgen ist er wieder fitter. Man sieht, dass es ihm gleich tatsächlich aber auch, wenn man, also ist ja normalerweise nicht so, man trinkt mal ein Bier oder so. Und dann ist man aber nicht am nächsten Tag total durch und kommt nicht auf die Beine oder so, wenn man mal ein Bier trinkt oder so. Das ist natürlich bei solchen Leuten. Alkoholikern oder Ex-Alkoholikern ist das natürlich anders. Die sind ja total drunter, total durch. Und das sage ich nicht, weil irgendjemand mir gesagt hat, sondern das sage ich aus Erfahrung, weil ich das sehe gerade. Ja, also sage ich nicht, weil irgendwo steht, dass es so ist, sondern weil ich es gerade erlebe, dass es so ist. So wirkt es auf mich. Und schön ist das nicht. Ich glaube auch für denjenigen halt nicht, tatsächlich. Danke. Ja, die Kartoffelsuppe hier braucht insgesamt ungefähr 3 Stunden. Man kann es aber auch noch langsamer kochen. Danke. Bis 4 Stunden. Eintopf. Aber 3 Stunden, denke ich mal, das ist wirklich richtig schön auch schon. Liegt natürlich aber auch an der Größe, die ich mache. Ich mache wirklich für so viele Personen und für 2 Tage. Papa, das. Jetzt habe ich noch die Zeit. Ja, ich bin gleich soweit. Jetzt habe ich noch die Zeit und kann das machen. Mein Kind hier, die Skadi, die lernt mich eigentlich nur kennen, dass ich mit mir selbst spreche oder dass ich mit der Kamera spreche. Bin mal gespannt, was die später mal so denkt darüber. Ja, der Papa, das ist völlig normal wahrscheinlich, sieht die ja gar nicht mehr anders. Reagiert ja auch nicht, die merkt tatsächlich auch schon, bin ich der Meinung, wann ich mit der Kamera spreche und wann ich mit ihr spreche. Das ist, als würde man am Telefon sprechen. Das merken die ja auch. Ne? Wenn man am Telefon spricht. Schmeißt die ja alle runter. Also die Kinder merken ja auch, wenn man am Telefon spricht, dann sagen sie, reden sie ja auch nicht dazwischen oder so irgendwann.
Und dann hat sie jetzt schon auch mit der Kamera. Ich muss die Kamera quasi nicht mehr vor mir vors Gesicht halten, damit sie merkt, ich rede nicht mehr. Sondern ich rede einfach. Und sie merkt dann auch, wenn ich mit ihr rede. Danke. Oh. Na, lass die. Jetzt nehmen wir die nächste. Gib mir mal noch eine, ne? Gib mal noch eine. Naja, lass die. Das tut mir leid. Ist mir runtergefallen. Ich rauch die schon wieder unterm Tisch rum. Oder? Vorsicht, Kopf. Achtung. Da ist sie. Ja, hast du sie. Jo. Völlig normal, dass man mit der Kamera redet. Irgendwann ist es sowieso, dass jeder komplett Video überwacht wird, ob er will oder nicht. Dann wollen es wieder alle nicht. Jetzt wollen es alle. Ja, YouTube, ich werde YouTube-Star. YouTube-Star wird man... Wie wird man YouTube-Star? Was hat mir mein Sohn gesagt? Jetzt das erste Video, was auf YouTube kommt, wo er auf YouTube war, war, wie werde ich ein YouTube-Star? Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Mein Sohn hat mir nur gesagt, dass es so ein Video da gibt. Ich bezweifle, dass es eine Anleitung gibt, tatsächlich, die das wirklich die aufzeigt. Ich bin aber der Meinung, dass dieses Video oder diese Titel natürlich so gewählt werden, weil sie oft angeklickt werden. Und ich denke mal, das alleine ist schon die Antwort. Wie werde ich ein YouTube-Star? Indem ich ein Video nenne, wie werde ich ein YouTube-Star? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich in dem Video, wenn ich das Video nenne, Video 1, mit dem gleichen Inhalt, wird wohl keiner anklicken. Kaum jemand. Außer du hast schon eine Fangemeinde und die klicken auf Video 1. Was meint der denn Video 1? Ja, ansonsten wird es wohl keiner aufklicken. Also der Titel macht es natürlich in erster Linie, die Suchbegriffe und letztlich dann der Inhalt. Das tatsächlich als letzte Stelle. Zuerst die Leute zu bekommen, die wissen ja nicht, was sie erwartet. Die müssen draufklicken, weil sie irgendwie... Ah ja, gib mir mal die. Die müssen ja draufklicken, ohne zu wissen, was sie erwartet. Du musst sie erstmal dazu bringen, dass sie einfach nur erstmal draufklicken. Dann erfahren sie ja erst am Ende, wenn sie schon geklickt haben, wenn schon gezählt wird, wenn du schon deine Werbeeinnahmen kassierst, quasi in dem Moment, erfahren sie ja erst, was für einen großen Schwachsinn du da in die Welt sendest. Ja, und dann sagen sie, oh, das ist aber scheiße, das will ich nicht sehen, das ist ja widerlich. So ein Quatsch. Was macht der denn da? Das kann ich auch. Ja. Ich habe mich auch oft gewundert, früher immer, also früher, in YouTube gibt es ja seit 2005, ne? Na, nicht wegpacken, brauchen wir. Ups. Und seit 2008 laden wir Videos hoch auf YouTube. Wie gesagt, leider ist von den alten Videos kaum noch was da. Weil der Account gelöscht ist. Mittlerweile, ich habe noch eins gefunden aus 2008 tatsächlich. Ja. Ein Video gibt es von mir noch von 2008. Zwei Videos gibt es noch von 2008. März 2008. Jo. Coole Sache. Totale Zeitreise, 10 Jahre her, 2008. Ich habe quasi 10-jähriges Jubiläum auf YouTube. Papa, können Sie das? Dankeschön, das ist wunderbar und sehr, sehr nett von dir. Ja, und was hat sie gebracht? Dadurch, dass ich zwischendurch so eine lange Pause hatte, hat es leider nichts gebracht. Dadurch, dass es nicht weiterverfolgt wurde. Ja. Viele Sachen. Man muss einfach dranbleiben.
Und wenn sie alle sagen Quatsch und Quatsch. Einfach dranbleiben. Wenn man denkt, das wird was. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich bleibe dran. Naja, und YouTube. Hat ja jetzt umgestellt heute tatsächlich auf darauf, dass man die Videos gar nicht mehr monetarisieren kann, wenn man keine 1000 Abonnenten hat und keine 4000 Stunden im vergangenen Jahr Videos angeklickt gesehen wurden. Nun, das bricht natürlich vielen, da bricht bei vielen die Panik aus, hat man schon gemerkt. Die sich sofort gegenseitig abonnieren und ihre Abos gegen Abos anbieten, also ne? Abonniere mich und dann abonniere ich dich. Helfen wir uns doch gegenseitig. Naja, aber was ist denn für eine Hilfe? Ihr wollt nur Geld verdienen. Im Grunde genommen, ihr wollt ja gar nicht die Videos online stellen, einfach weil ihr Videos online stellen wollt. Ihr wollt ja eigentlich nur Geld verdienen. Das Einzige, was mich daran stört an der Geschichte, ist natürlich, weil ich verdiene ja nun wirklich kein Geld damit. Also wenn ich wahrscheinlich Millionen da verdienen würde und immer nichts mehr verdienen würde. Aber wie gesagt, dann kommt man ja gar nicht in diese Beschneidung rein von YouTube. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen daran stört, ist, dass man schlechter platziert wird tatsächlich, dass das Ranking schlechter wird. Das ist so ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ja, weil ich meine, ich gebe mir ja wirklich Mühe. Jeden Abend, ich sitze bis 0 Uhr circa immer und schneide Videos. Und sichte die nochmal an, schneide die. Ich schneide nicht professionell, das ist richtig. Ja, ich kann das halt einfach nicht. Ich meine, ich bin offen. Ich kann Fliesen legen. Ich kann Holzhütten bauen. Ich kann Wände mauern. Ich kann Fenster einbauen. Ich kann malern. Ich kann spachteln. Ich kann alles Mögliche. So ein bisschen, ja, zumindest. Von allem so ein bisschen was. Kann Fahrräder reparieren, natürlich. Bilde mir ein ganz gutes technisches Verständnis, aber Computer und Schneiden und sowas, das ist nicht mein Metier. Das liegt mir halt eigentlich nicht so. Dankeschön. Ich habe Ideen für Filme. Drehbücher könnte ich machen. Überhaupt kein Thema. Für Werbung habe ich Ideen. Für kurze Spots, für Sketche. So eine Sache könnte ich machen. Aber schneiden das Ganze liegt mir nicht. Ich kann mir vorstellen, wie ein Film am Ende auszusehen hat, aber das umzusetzen fällt mir äußerst schwer. Beziehungsweise auch mit dem Hintergrund, dass ich hier gar keinen Raum habe, um das zu machen. Hallo! Hallo, was machst du denn? Ich mach Kartoffeln. Eine Kartoffelsuppe. Eine riesige, große Kartoffelsuppe. Und meine Tochter, die eine, hilft mir erstmal dabei. Die pult immer Löcher rein in die Kartoffeln. Und markiert die. Guck mal weiter. Ich möchte nicht mehr. Das ist auch gut. Dann geh ein bisschen spielen. Es ist auch mal Schluss. Ja, es ist auch mal Schluss. Kommt ja hier. Ist auch mal Schluss. Bei dir ist auch mal Schluss? Nee? Danke. Ja, ich wollte ja natürlich irgendwie. Es belastet natürlich unheimlich. Ja. Ist alle? Wow, haben wir den auch geschafft? Okay, mehr. Müssen wir noch mehr machen, ne? Okay, eine. Der belastet natürlich. Ja, da ist noch eine. Belastet natürlich unheimlich von der Zeit. Ja, von der Zeit her. Hallo. Man hat
hat ja noch Familie auch, ne? Da ist zum Beispiel ein Stück Familie, was immer noch ein bisschen krank ist. Zeig mal um. Ja, weil du den ganzen Tag geguckt hast. Zeig mal. Willst du dich kurz mal hinlegen, bitte? Und doch, willst du dich kurz? Das ist ja alles auf Band. Es wird nicht geschnitten. Wir nehmen auf gerade. Wenn du dich jetzt nicht ordentlich benimmst, dann kriegst du Prügel. Warum nicht? Keine Ahnung, wir sind mit irgendwas. Ein Sack Kartoffeln. Zähne übergezogen. Batsch. Kartoffelsuppe. Warum quietscht du immer so überhaupt? Hört sich überhaupt nicht schön an. Spielen. Helfen. Nee, helfen ist nicht. Helfen. Nee. Helfen. Was machst du denn jetzt da? Helfen. Nein, die bleiben da. Ja, komm her, hier. Okay, okay, hier. Der nächste sagt übrigens, ja. Dankeschön. Ja, ich wünschte mir, ich hätte einen Raum mehr. Ich glaube, dann würde ich erstmal ein Kinderzimmer draus machen, dann hätten wir wieder keinen Raum, aber. Ja, wir brauchen Raum mehr eigentlich. Nochmal ein drittes Kinderzimmer. Hat doch keine hin. Ja, fein. Ja, genau, danke. Und dann die. Ja. Okay, das. Ein kleines Erklärvideo hier. Wir wohnen nämlich in einer Zweiraumwohnung. Ja, in dieser Zweiraumwohnung mit 5 Mann, zurzeit 6, weil mein Sohn jetzt auch da ist, zu wohnen. Es ist eng. Müssen wir uns arrangieren. Und ich habe ja so viele Sachen. Weil ich ja Antiquitäten sehr mag, habe natürlich viel Zeug. Die Zimmer sind eigentlich so gut wie freigeräumt von den Sachen. Ja. Deswegen habe ich noch ein. Noch eine. Danke. Habe ich noch ein Büro, einen weiteren Raum, eine Einraumwohnung hier angemietet. Was ich als Büro benutze, wo ich unser Wohnzimmer dann umgelagert habe, weil unsere große Tochter dann ein eigenes Zimmer brauchte. Und wir haben unser Wohnzimmer quasi geräumt, dafür, dass sie ein Kinderzimmer hat. Jetzt haben wir kein Wohnzimmer mehr. Wir sitzen eigentlich nur noch in der Küche. Das ist der Gemeinschaftsraum für alle. Das ist ja eine große Küche, finde ich. Das ist ja angenehm. Mama, Papa, ne. Ja. Daddy, Mama, Daddy, Töne, und das Büro. Papa, ne. Und Mama. Da sind jetzt die ganzen Antiquitäten drin. Meine Sachen, die ich eigentlich Mama, behalten will. Da ist Blut, wenn wir keine öffnen. Ja. Noch eine? Dankeschön. Danke. Danke. Ja, das ist natürlich ein bisschen wenig, ne, mit zwei Räumen. Nein! Nein? Dir gefällt's? Nein, die Löffel sind auch gut. Aber zwei Räume sind wenig. Ja. Ja, findest du auch, ne? Brauchen auch mal mehr als zwei Räume. Nein. Gibst du mir eine? Ja. Fall nicht hin. Danke. Riesenknolle. Ich habe schon ein Kante. Du kannst das ja
Ja, und dann haben wir ja oft auch Gäste. Also wie gesagt, der Dennis, der ist ja fast täglich da. Wenn er mal nicht kommt für eine Woche oder so, dann mache ich mir ja schon Sorgen immer. Das ist ja schon fast so wie ein kleiner Bruder. Ein faules Stück in der Kartoffel, das gibt's ja gar nicht. Nee, nee, mach hier rein. Papa, wir können dann habe ich sehr viele Aufgaben natürlich. Ich habe den Laden. Ich habe, wie gesagt, meine Antiquitäten. Papa, Geschäfte. Die dann aber sehr zurückgehen. Also, sag mal, so gut wie gar nichts. Papa, nein, nein, ich mach schon. Eine Apfel. Kannst du mir eine Schüssel bringen? Tee. Eine Schüssel? Ja. Weißt du, was eine Schüssel ist? Tee. Eine Schüssel, ja? Jetzt gucken wir mal, ob sie weiß, was eine Schüssel ist. Ja. Oh, die ist aber klein. Aber die nehme ich auch. Klar, danke schön. Dankeschön. Immer eine Schüssel. Eine kleine Schüssel. Dann machen wir eine Kartoffel rein, dann ist sie auch voll. Ja, aber aus dieser Schüssel isst ja Anouk sehr gerne. Also wird die nachher auch verwendet. Mein Sohn ist jetzt trainieren gegangen, habe ich das schon erwähnt? Das hat er vorhin erwähnt. Er macht heute Arme. Armtraining. Arme hier. Arme, ja. Fein. So feine Arme. Fein. Ja, Arme. Guck mal, so Arme. Ja, da stand er heute vor dem ehemaligen McFit hier in Kreuzberg am Kanal. Riesenmodernes McFit, erst vor 2 Jahren aufgemacht. Musste feststellen, dass es gar nicht mehr McFit heißt und es hat sich nicht getraut reinzugehen. Mein. Dann ist er wieder zurückgegangen. Das McFit heißt nämlich John Reed, aber John Reed ist auch McFit. Oder so. Ja, eine Kartoffel fein, hast du sie aufgehoben, das hast du gut gemacht. Ich glaube schon die 7. die runtergefallen ist. Oder das 7. Mal, dass eine runterfällt. Die 6. die runtergefallen ist. Ja, ich sage dir. Das? Nein. Ah, jetzt ist aber voll dir, meine Güte. Jo, ich habe hier. Und gleich die. Das ist die nächste, jawohl. Gucken, da ist sie noch. Hallo, Süßchen. Ja, ein guter Süßchen. Ja? Kartoffel, sag mal Kartoffel. Ja, du weißt, wo eine Kartoffel ist. Sag mal Kartoffel. Ja. Kartoffel. Kartoffel. Dankeschön. Kartoffel. Nein. Schön. Nein. Kartoffel. Papin. Kartoffel. Papin. Ja.
Es ist die einfache Version, aber man erkennt's. Kartoffel, 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 Kartoffel. Oh, aufpassen. Nicht runterwerfen. Einmal, zweimal. Ja, jetzt kocht die Suppe quasi erstmal die ganzen Möhren kochen durch, die Paprika kochen durch. Die Möhren werden schön weich jetzt. Ja. Und da ist ja noch kein Wasser richtig drin, außer der eigene Saft sozusagen. Ja. Das wird jetzt gleich mit Wasser nochmal angegossen, bevor die Kartoffeln reinkommen. Natürlich. Und wird nochmal für 15 Minuten sozusagen das Wasser durcherwärmt, durcherhitzt. Das mache ich jetzt mal. Jetzt ist gerade Pause, jetzt halt gerade Pause jetzt. Schnell bevor sie kommt und mir die nächste Kartoffel aufs Auge drückt. Ah! Ah! Oh, mein Fuß ist eingeschlafen, meine Ferse. Oh. So, wir gucken. Gut aus. Richtig schön weich sieht das aus auch. Messer nein. Messer ist gefährlich, da kann man sich schneiden. So, jetzt habe ich es mal mit Wasser aufgegossen. Jetzt muss das Wasser anfangen zu kochen und dann kommen die Kartoffeln rein und noch ein wenig Wasser dazu. In der Zeit schäle ich noch die restlichen Kartoffeln zu Ende. Jo, oh, wo ist denn mein Tuch? Halt. Ja. An meiner Hand. Ja, da kommt ja mein Sohn wahrscheinlich auch gleich wieder. Also der hat es natürlich ideal. Ja. Er sieht, oh, jetzt geht's ans Schnippeln, schnell trainieren gehen. Nein, hat er natürlich nicht, dass er sich da irgendwie entzieht. Das. Habt ihr auch Kinder? Und wenn ja, wie alt sind sie denn? Also wie gesagt, bei mir ist es ja... Oh, oh, Vorsicht! Mach mal da rein. Haben wir hier ein Jahr noch? Also die wird jetzt, diesen Monat, in ein paar Tagen wird sie 2. Also eigentlich 2 Jahre. Dann haben wir 5, 7 und 19. Tja. Mein Sohn ist echt 19. Ja, ich habe früh angefangen. Nein, 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 mach mal. Lass mal nicht. Lass mal. Musst du nicht machen. Du kannst mir Kartoffeln geben. Gib mir doch mal Kartoffeln. Ja, gib mir Kartoffeln. Ich will Kartoffeln haben. Kartoffeln sind wichtig. Danke. Hallo.
ist das so stressig mit den drei Kindern hier, die wir ja hier zu Hause leben haben. Und manchmal kann es auch so harmonisch sein wie jetzt gerade irgendwie. Finde ich das ganz toll. Kartoffel? 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 Oh, Kartoffel. Skadi, Skadi. Kartoffel. Kartoffel. Ja. Jetzt krieg ich keine Kartoffel mehr. Komm, bitte. Nein, ich nehme mal. Ja. Jo. Die ist jetzt beschäftigt mit Kartoffeln umschichten. Links nach rechts, von rechts nach links. Ja, ich bin jetzt schon fertig fast. Kartoffeln. Na, jetzt gerade schon. Jetzt bin ich schon dabei. Hättest du mich lieber rufen sollen? Nee, du hast doch geguckt. Wofür ist der? Au, 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 was machst du denn? Wofür ist denn der Topf? Ach Mensch, jetzt ist aber furchtbar. Für Kartoffeln? Komm mal runter. Nein, runter, runter, nicht rückwärts laufen. Um Gottes Willen, nicht rückwärts laufen. Und das ist immer da muss halt irgendwo dieses Stück Kartoffel liegen. Ja. Bist du fertig? Nein, ich muss noch ein paar machen, da. Ja, dann ich die machen. Da musst du dir ein Messer nehmen und dann da oben schneiden. Auf dem Brett. Auf welchen? Auf den? Ja. Das? Nein, sie kriegt von mir. Erst gar nicht. Guck mal. So. Du gibst mir, ich schäle und sie schneidet. Und auch das hier. Hm. Na, schmeiß sie rein hier in den Topf. Alle helfen mit bei der Kartoffelernte. Kartoffeln? Nein, zum Schneiden. So. Dankeschön. Lass mal liegen, lass liegen, lass liegen. Schön. Lass das mal liegen, das ist dreckig. Das ist schmutzig, lass liegen. Nein, das ist schmutzig. Nein, 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 nein. Ach, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist schmutzig. Schmischma schmuddelig.
Wow. Ganz geblieben sozusagen. Nein, ist sie nicht. Schau, Papa. Ja, ja. Die ein bisschen Dosis retten. Das ist gut gemacht. Machst du genau richtig. Und dann da ist. Jetzt hab ich zwei. Jetzt hast du zwei. Ich bin noch eine. Nein, jetzt machen wir die erst. Mal. Nein, das ist doch, die ist doch schon geschnitten. Die kommt da rein. Das ist egal. Oh Mensch, ey. Was ist denn jetzt los? Ich fallen mir die Kartoffeln hier alle runter. Oh. Zeig Schwäche. Jetzt kommen wir dem Ende entgegen, ne? Der Tommy zeigt Nerven jetzt auf dem Endspurt. Da, 2,5 Netze. Kartoffeln. Ja, ich bin auch ein langsamer Schäler, merke ich gerade. Ein Genussschäler. Wieder zwei? Ja, wieder zwei. Bamonti. Du willst Milch? Ja. Wie man so seine Kinder versteht, war das ja auch ein Ding. Gleich machen wir Milch, okay? Und sie hat sogar Geduld, das ist unglaublich. Unglaublich. Geringfügig weiß, dass sie gleich was bekommt. So, jetzt. Milch. Milch. Da rein. Okay. Ganz fertig. Ich nehme dir. Ja, nimm dir. Jetzt habe ich Stein. Alle drei. Drei sind die schon? Ja. Ich hab noch meine Füße lassen. Was macht Anouk jetzt? Jetzt guckt sie doch wieder Fernsehen, ne? Ja. Wir haben ja gar kein Fernsehen, aber im Grunde genommen läuft YouTube hier hoch und runter. Natürlich nicht. Der Fahrradsalon. Denn das wäre, glaube ich, für die Kinder zu langweilig, sich selbst zuzugucken. Aber Barbie und was habt ihr jetzt geguckt? Wings erstmal. Wings. Danach haben wir wieder. Ach, was ist das? Schon vergessen. Kurzlebig. Jetzt fragt sie extra nach. So war das ja nur nicht gemeint. Aber so was Kinder halt zu so schauen, ne? Barbie, Wings ist ja ganz angesagt bei der Lumi. Jetzt gerade guckt dazu gerne. Dann, was gucken die? Papa, mit dir. Ja, da muss ich noch ein. Noch ein Musikvideo hochladen, ein paar Musikvideos hochladen. Und dann sind wir natürlich auch auf der sicheren Seite. Ne? Fällt mir gerade ein, also wie macht. Du willst noch mehr Milch, ne? Du willst mehr Milch, bitte mehr Milch, bitte mehr, bitte mehr. Wer bietet mehr? Ja. Ja. Schau. Auf ist mit Laktose! Ja, die ist hier mit drin. Hup.
Ups, das sah witzig aus. Aha. Langsam. Langsam, langsam. Ja. Papa, Titi, muss ich in der... Komm wieder. Ja? Und, was schaut sie sich an gerade? Ein Kuvia. Was für ein? Ein Kuvia. Was ist das? Du weißt nicht mehr, welchen Film. Ich weiß auch nicht mehr. Mit Stephanie. Hier. Ui. Zwei davon erstmal. Nochmal zwei. Lass nicht fallen. Ja, Papa. Ja, Papa. Oh, ich bin danach fertig. Ich habe nur noch zwei. Jetzt sind die letzten. Sind wir fertig mit Geschnippel? Ah, wasch dir gut die Hände. Ja, richtig gut waschen. Das ist wichtig. Das ging nämlich sehr schnell. Jetzt Hände waschen. Hände waschen! Dass die Hose schon unten war, wundert mich überhaupt. Das ging so schnell. Ich gehe auf Toilette. Spül. Durch die Hose durch. Hoffentlich nicht. Ja, aber sehr gut und mit Seife und gut abwaschen. Türe. Tada! Das waren die letzten Kartoffeln. Also ich bin fertig mit Kartoffeln. Nein, ich bin fertig. Ich bin fertig. Kartoffeln. Papa. Ja. Da rein. Genau, danke schön. Papa, so, das dahin, das dahin. Eimer-Kartoffel! Mach einfach rein. Nicht schneiden! Du darfst dich nicht schneiden, meine ich natürlich. Da rein. Pass auf noch ein bisschen. Ja. Ja. Okay. So, jetzt werden die erstmal waschen kurz. Nur noch eine Kartoffel. Ja. Dann mach die mal rein hier. Ein Haar wollen wir doch nicht drin haben. Nee, ein Haar wollen wir nicht drin haben. So, Hände waschen gehen. Geh dir die Hände nochmal abwaschen, ja? So, jetzt kommen die Kartoffeln in den Topf. Jetzt wird das Ganze mit Wasser aufgegossen und dann kann das kochen. Jetzt haben wir es 6:30. 5:30 habe ich angefangen. So, oder 5:30. 1:50. Gott. 4:30 habe ich angefangen. Um Gottes Willen. 5:30, 6:30, 7 ist das jetzt schon. Und dann braucht er nochmal 1:30. Hallo. Ja? Papa Eier.
Papa Eier. Hast du alle gemacht, Jo? Kackern? Nein. Kein Kacker? Nein. Hier. Papi. Das hat so sieht das aus, es blubbert. Jetzt muss es kochen. Lange kochen. 1,5 Stunden. Ungefähr. Ja! Gleich der Dennis? Nee, mein Sohn. Tada! Und? Voll! Voll! Voller als sonst, stand ja drin. Voller, ja. Jetzt wurde es gerade ein bisschen leerer, aber ist ja immer so richtig viel. Ich bin gerade eben fertig geworden mit dem Schnippeln. Ich habe jetzt wirklich 2 Stunden lang nur geschnippelt. Also ich hätte, ja? 2 Stunden lang geschnippelt habe ich. Ich musste überlegen, was ich mache. Statt Kurzhanteln, weil Kurzhanteln waren alle belegt, ja, die ich brauchte. Und Scott war belegt, außer jetzt zum Schluss, aber zum Schluss hatte ich auch keinen Bock mehr, weil stattdessen habe ich halt dieses kleine gebogene Ding genommen, habe das am Turm da gemacht. Kleine gebogene Ding? Ja, genau, Kabelzug. Ja, habe es dann einfach so kurz und gebogen. Ja, ja, naja, ist halt, ja. Dachte ich mir, halt Hauptsache kurz und nicht lang, was ich schon am Anfang hatte. Und für Bauch konnte ich auch nichts machen, weil zu Arme mache ich mal gerne Bauch dazu, weil das so kurz ist. Da hänge ich einfach noch ein bisschen Bauch dran. Ja, Rumpfbeuge auf der Matte. Ja, aber ich wollte mich da. Oder eben diesen Crunch. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Und wie ist es? Wie findest du es? Es ist mehr Disco. Also es ist so. Was? Ja, Cosmic, immer, Cosmic Fitness oder was? Naja, das ist so. Cosmic Boding. Die machen da halt, bringen mehr Elektro-Lieder und so auf. Mehr Disco. Und da gibt es auch welche, die tanzen halt als Training. Also die stellen sich da wirklich in den Gymnastikbereich und dann. Ja. Macht der eine Typ so? Ja. Und dann dachte ich mir so. Okay, Boygroup. Boygroup. Ja. Sieht gemütlich da drin aus. Also wirklich, die haben da überall Ledercouchen so in den Ecken zu stehen noch und so. Danke. Boah, ich hab hier Drehen mit. Ich hab ja so lange schon nicht mehr gemacht. Oh. Ist offen. Machen wir. Prost, Schulter. Gut. Brustschuld habe ich mit dir mal ganz gerne gemacht. Hm. Da ich ja so lange nicht mehr gemacht habe, muss ich wieder bei Null anfangen. Also bei mir. Genau, mit. Wieso? Na, mit mir. Bei Null. Wie viel Kilo machst du denn? Ich mache Bankdrücken. Mache ich erstmal 5er-Scheiben rum. Danach gucke ich. 5er-Scheiben? Ja, wie viele denn pro Seite? Eine. Ach doch! Na ja, klar, zum Warmwerden ist alles gut. Ja, ich hab mich. Ist ja vernünftig. Guck mal, ist ja auch vernünftig. Ist ja auch ist Schwachsinn. Nur macht das mit mir so. Erhöhe ich dann. Du bist kräftig. Du schaffst es mit wesentlich mehr. Auch. Also, ein kräftiger Junge ist ein guter Junge, ist nämlich mein Junge. Das ist ein Mädchenschwarm. Wow, guck mal hier. Wow. Bin ich nicht. Tada! Alter, voll der Styler. Guck mal, da ist schon ein Mädchen. Das schwärmt für dich. Yeah. Wow. Wie findest du Leon? Mit Tanzesabern. Siehst du?
Leon, Leon, ja, der Leon, wo ist der Leon? Da ist der Leon, ja, wie sie guckt und die ist so verliebt. Ah. Ja. Hast du Kuss? Mann, dieser scheiß Mikroadapter, was ist damit? Warum ist der nicht lieferbar? Der. Das ist der. Der ist nicht lieferbar. Lieferbar ab ca. 5. Februar 2018. Was soll denn das? Ich hab vor Ewigkeiten bestellt. Natürlich gebe ich Ihnen gern die Lernwörter. Jetzt geht's los. Das sind deine Lernwörter. Komm mal her hier zu mir. Komm. Ja, was ist los? Der Schneemann. Der Schneemann. Die Handschuhe. Die Handschuhe. Die Winterzeit. Die Winterzeit. Die Kleidung. Die Kleidung. Der Tee. Der Tee. Der Spaß. Der Spaß. Gelad. Glatt. Heißen. Heißen. Feld. Feld. Schlitten. Schlittern. Ja, fertig. Das sind die Lernwörter. Oh. Guck, der Schneemann, die Handschuhe, die Winterzeit, die Kleidung, der Tee, der Spaß, glatt, heißen, Feld und Schlittern. Aber ganz ohne Stress für Sie alle. Anouk macht dann einfach mit, so gut es klappt. Das ist gar nicht schlimm. Viele Grüße. Ich weiß, dass sie heißt. Das ist von deiner Lehrerin, das hat sie extra geschrieben für dich. Meine, von sie ist von meinem iPhone gesendet. Sie will auch gern weiter heißen. Na, Elli. Elli Schule. Elli. Ja. Frage, was findest du besser? Nur so schwarz-rot? Oder? Oh Gottes Willen, als die Jugend von heute, ey. Schwarz-grün oder? Schwarz-rot. Oder schwarz-rot, was findet ihr besser? Das Witzige ist ja, dass wenn man das Armband um hat, sieht man das ja nicht. Ja. Ja. Nicht wirklich. Ja, ja. Ist doch scheißegal, wenn das Armband um hat, siehst du das rote doch ja nicht. Ist doch Schrott. Nee, kauf dir nicht. Nee, kauf dir nicht. Wirklich, ohne Scheiß, kauf dir nicht. Kauf dir nicht, Leon. Was willst du damit? Kauf dir nicht. 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 Nicht kaufen. Um Gottes Willen, so einen Scheiß kaufen. Alter, nee. Feier auf? Nee. Eine Frage. Ja, habe ich mit nee beantwortet. Mäh. 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 So, machen wir mal kurz Pause. Jetzt kocht es ja noch eine Stunde. In einer Stunde mal wieder an. Ich schau mal nach einer GoPro 6. Vielleicht hole ich mir ja keine. Ich sag, ich schau mal nach einer GoPro 6. Vielleicht hole ich mir ja keine. Es gibt schon GoPro 6? Ja, jedes Jahr eine neue Kamera. Genau vor einem Jahr habe ich mir die Kamera geholt. Nicht die, die habe ich mir vor anderthalb Jahren gekauft. Die andere Kamera, die GoPro 5. Jetzt gibt es eine GoPro 6. 424 bei Mediamarkt. 4K konnte die andere davor doch auch. Haben sie jetzt das Mikrofon verbessert oder? Das Mikrofon ist verbessert tatsächlich und die Framerate ist verbessert. Noch 240 Frames pro Sekunde. Alter Schwede. Jo, der Tag ist schon fast beendet. Wir essen gleich Kartoffelsuppe, wenn die Werte der Frau Gemahlin nach Hause kommt. Kinder machen Rabatz, mein Sohn sitzt am Handy, wie immer, am Dabbelapparat. Motherfucker. So. Und ich brauche seit neuestem 1000 Abonnenten. Also, haltet euch ran. Wir brauchen 1000 Abonnenten, weil ansonsten wären wir schlecht gerankt. So nennt sich das wohl. Gerankt. Eingerankt, schlecht eingerankt. Ja, mal einen schlechten Chiropraktiker quasi und ich brauche gute Chiropraktiker. Mein Rücken tut weh, wieso? Ich brauche 1000 Abonnenten sofort. Ah! Ja. Ich habe keinen Bock, dass meine Videos irgendwo am Arsch der Heide erscheinen, sondern wenn jemand einen gibt, verrückter Idiot, Kreuzberg Neukölln im Keller, dann muss ich sofort erscheinen. Naja, ja, das ist ja halt so. So ist es halt, ne?
Im Keller, der Kellergeist, das wäre ich auch gerne, dann würde ich sofort erscheinen und nicht erst die werbefreundlichen Videos vorne weg oder die Videos mit Millionen Aufrufen vorne weg, brauchen ja nicht noch mehr Aufrufe. Nein, fördert mal den kleinen Mann, werde ich auch, weil ich 1000 Abonnenten habe, gut angezeigt, totale Frechheit von YouTube eigentlich, ja. Das so, irgendwie ist das, also ich weiß nicht, worauf das hinaus, worauf das abzielt oder so, aber ich meine, ich bin ja eifrigst unterwegs auf dem Kanal und lade jeden Tag Videos hoch und bearbeite und mache und tue, sitze bis 0 Uhr. Aber was soll's. So ist es halt, das ist die Politik von YouTube. Jo. Aber ich abonniere nicht, um Abos zu bekommen. Also das ist das ja nicht, wir abonnieren. Abo, Abo für Abo, 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 Abo. Was sie jetzt alle machen, damit sie auf 1000 Abonnenten kommen, das will ich nicht machen. Ich will, dass wirklich 1000 Leute irgendwann zusammenkommen, vielleicht, die es auch wirklich geil finden, die es wirklich gut finden und die gerne verfolgen. Mit diesen Worten schließe ich für heute und wir sehen uns dann morgen wieder. Ist total Chaos. Ich passe ja auf die Kinder auf, deswegen ist das hier so chaotisch jetzt hier gerade, ja. Furchtbar. Ja, könnt ihr mir zugucken beim Kartoffeln schälen heute und naja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr kriegt weiter, nehmt das nächste Video auch real oder. Ich hab auch so viel Angst. Jetzt werde ich hier total überfordert. Jetzt können wir CDs, DVDs. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.